So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ihr seht schon oben, wir haben wieder mal ein Dragon Shield Paket bekommen. Großartig. Nochmal tausend Dank an die Leute, auch für das Ganze, was sie im Dezember geleistet haben. Mit der ganzen Unterstützung von meinem Gewinnspiel. Vielen lieben Dank nochmal dabei an Dragon Shield. Das war großartig. Und ein paar von den Produkten, die wir verlost haben, möchte ich euch jetzt auch nochmal vorstellen, anschauen. Und zwar als allererstes, wir gucken uns die Christmas Dragon Art Brushed Sleeves an. Brushed Sleeves sind ja sowieso in letzter Zeit so meine Lieblings-Sleeve geworden, weil das sind einfach wunderschöne Art-Sleeves, die auch noch extremst gut aushalten und nicht so dick sind. Das ist voll, voll toll und ja, Weihnachten ist vorbei, es ist mir total egal. Ich liebe das, dass auch hier, das ist ja der Valentine's Dragon, Valentine 2019, glaube ich. Oder 18? 18 sogar. Ich liebe es. How the Dragon Stole Christmas. Ich erwähne es immer wieder. Dragon Shield ist für mich... Ziemlich eine Company, die sehr geil unterwegs ist. What? Der Rand ist rot. Mein Gott, der Rand ist rot. Seht ihr das? Mein Gott, ich muss einmal ganz kurz... Ich riech mal noch nichts. Also riech nicht eine Magie. Oh mein Gott, wie cool. Das ist ja nice. Das sieht richtig cool aus. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Auch der Drache, das Artwork. Hammer. Qualität ist echt gut. Ja, wie immer, eine wird kaputt gemacht. Na komm. Da, hab's. Aber halt auch nur so. Strange. Stabile Hülle. Ich mag die Hüllen von Dragon Shield. Die haben sich von der Qualität her echt einiges getan. Und wie gesagt, stinken nicht. Zumindest noch nicht. Dazu habe ich auch noch bekommen, und zwar habe ich ein paar von diesen Harry Potter Sleeves verschickt. Die sind noch übrig. Die sind ja diesen Monat im Monatsgewinnspiel. Aber sie werden nicht verschlossen geschickt, sie werden offen geschickt. Oh mein Gott. Warner Brothers Harry Potter Sleeves. Ja. Ihr seht auch schon an Monatsvideo, dass das hier vor dem Monatsvideo aufgenommen wurde, weil ich gerade so ein bisschen Freizeit habe und deshalb schon mal ein paar Videos vorproduzieren möchte. Hier sind wieder weiße Sleeves. Das sind matte Hüllen. Das sind echt... Ah, okay. Da merkt man direkt einen Unterschied von der Oberfläche. So ein bisschen riechen sie auch. Ich weiß nicht, was das ist mit den matten Sleeves. Aber es ist sehr klar. Also wenn ihr mal guckt. Es ist wirklich sehr, sehr klar vom Artwork her. Coole Sleeves. Könnt ihr, wenn ihr das Monatsvideo von mir anschaut, gewinnen. So, was gucken wir uns denn als nächstes an? Was habe ich denn noch verschickt? Ich habe noch verschickt Deckshells. Gucken wir uns die Deckshells mal an. Deckshells sind wahrscheinlich einfach nur, na, diese günstigen Boxen. Ja, auf jeden Fall. Aber, oh mein Gott, ich sehe schon was. Wieder einen Schritt weiter gedacht. Oh mein Gott, was haben wir hier? Wait, what? What? Das... Funktioniert nicht. Wait, what? Das soll so hier drauf. Und dann hier runter. Und dann soll man das da reindrücken können. Oh mein Gott! Wie nice! Seht ihr das? Also es springt halt wieder raus, aber wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dann geht das bestimmt auch. Das ist ultra! Erstmal hier, Kartentrenner. Nicht so schön wie die anderen Kartentrenner. Die haben wir uns ja schon angeguckt, aber auch hier sehr hübsch. Und ich muss das jetzt nochmal testen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das bestimmt besser, als was, das, was ich jetzt gerade versuche, so laienhaft hinzubekommen. Okay, wenn man es legt, fällt es wieder auf, aber sonst hält das sehr gut. So, wenn ich es in der Hand halte, passt es. Wie geil ist die Idee, bitte? Hammer. Hammer. Finde ich super. Klasse Teil. Also da haben sie mal wieder was drüber nachgedacht. Hier oben, das sieht auch stabiler aus. Es ist, ja, ist halt eine normale Plastikbox. Dürfte nicht viel kosten. Finde ich aber sehr cool mit diesem Feature. Dazu habe ich natürlich noch hier einmal in Rot. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Na komm, wo mache ich dich auf? Wo mache ich dich auf? Wo mache ich dich auf? So mache ich dich auf. So. Gucken wir uns das hier mal an. Was ist das? Das ist eine Double Shell. Und die geht wahrscheinlich...
Oh wow, okay. I see. Also, wir haben hier erstmal wieder so einen Kartentrainer. Diesmal in Rot, weil wir haben eine rote Deckbox. Dann haben wir eine ziemlich große Box, die wir mit diesem Kartentrainer halt auch irgendwie hier trennen, damit wir da zwei Decks reinpassen. Steht hier drauf, wie viele Karten da reinpassen. 150 Single-Sleeved oder 120 Double-Sleeved-Karten. Okay. Wie viel passen denn in die Deckshell rein? Das habe ich gar nicht nachgeguckt. 100 Single-Sleeved in die andere und in Hidi 150 Single-Sleeved. Ja, dürfte ungefähr passen. So, was haben wir hier? Was haben wir jetzt hier genau? Wir haben die Double-Shell. Das hier ist natürlich schon mal ganz nice, dass die Box da nicht im Weg hängt. Dass man das zumachen kann und das offen bleibt, damit man da rangreifen kann. Und dann das Ganze so secure zumacht und so irgendwo reinstellt. Das heißt, man kann die, so muss ich die zeigen, man kann die von so hier ziehen, macht die dann auf und lässt die dann so runter. Kann die dann hier wieder zumachen. Das Hammer. Also ich bin ein Fan von den beiden Boxen. Ich finde die tatsächlich sehr cool. So, hier habe ich, ich traue den Boxen eine Menge zu. Deswegen habe ich hier die Reste meines Ninja-Decks. Dürfte sogar irgendwo ein Duel drin sein. Gucken wir uns diese Box mal. Ich traue dieser Box halt viel zu. Wenn die mich jetzt enttäuscht, Dragon Shield, und ich da meine Underground C reinklatsche und das jetzt gleich alles auseinanderfällt, dann weine ich. Aber nö. Passt. Ah, macht ja auch Sinn. Weil sie wird so hier oben gehalten. Das kann gar nicht aufgehen. Nice, nice, nice. Das ist cool. Ich finde diese Box unglaublich nice. Dann habe ich noch eine dritte Box geschickt bekommen. Davon habe ich leider nur eine geschickt bekommen. Sonst hätte ich die direkt verlost. Und die sind nicht teuer. Cube Shells. Ich liebe Cube Shells. Ich habe jetzt gesehen, in letzter Zeit sind da ganz viele von dieser Art von Verpackungen auf den Markt gekommen. Auch mit anderen Artworks, was nicht alles. Ich finde die von Dragon Shield tatsächlich einfach am hübschesten. Und auch am besten zu bedienen. Weil die kommen in diesen Verpackungen. Die sind zu. Die sind direkt Ding, wir müssen die nicht aufbauen, wir müssen da nicht auf irgendwelche Artworks achten, sondern wir haben die in verschiedenen Farben, was natürlich bedeutet, ihr könnt verschiedene Farben nehmen, wenn ihr verschiedene Booster da rein tut. Und wofür die da sind, ist ganz einfach, wir nehmen mal hier so 15 gedoublesleevede Magic-Karten in Dragon Shield Hüllen und packen die mal hier rein. Die gehen da easy rein, da ist sogar noch ein bisschen Platz drin. Dann machen wir die zu und dann haben wir einen Booster für den Cube. Hammer, sind nicht teuer, ich glaube 8 Stück kosten, keine Ahnung, echt nicht viel. Die sind nicht teuer und für jeden, der einen Cube hat oder der sich halt denkt, hey, ich mochte Jumpstart sehr, lass uns mal Jumpstart-Dinger daraus machen, gönnt euch die. Bei Jumpstart müsst ihr aber gucken, es passen insgesamt, ich glaube, 16 oder 17 gedoublesleevede Karten rein und schon so 20 gesinglesleevede. Also ihr könnt die nicht doublesleeven dann, wenn ihr dort euren Cube rein tut, aber ansonsten, Hammerprodukt. Hammerprodukt. Hätte ich gern mehr, weil ich würde die auch gerne einfach als Box benutzen, um die rumzutragen, meine Karten. So, was haben wir noch? Wir haben noch bekommen einen Live Ledger. Wo? Ah, hier. Ja. Look inside. Oh mein Gott. Was? Das habe ich noch nicht offen gehabt. Was bist du? Was? Oh mein Gott. Extra Long Scorepad. Die in die Deckboxen reinpassen. What? Erstens, die haben dieses Dragon Shield Leder, diese Drachenhaut haben die drum, wie die Nester. Und dann haben die hier so ein für Notizen oben für Ding, gegen wen man gespielt hat, Tag und Runde. Wie nice. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, bedeutet das, wir können diesen Block hier... Wow, Dragon Shield. Wow. Hammer. Also klar, es gibt Leute, die als Livepad eher so ein Digital-Livepad benutzen, damit man eben der Umwelt zuliebe und so weiter. Aber ich muss das... Geht das jetzt echt hier in den... Schmeiß weg. Wow, das... Seht ihr das? Das ist eine Idee. Wow, also generell diese Innovation der Deckideen. Klar, hier ist es jetzt nicht so neu. Dafür haben sie das hier neu gemacht. Die Cube Shells sind richtig cool. Die Boxen sind cool. Hey, das ist der Wahnsinn. Und vor allem, dass ihr noch zwei Blöcke dabei bekommt, die ihr dann austauschen könnt, damit das ein bisschen dünner bleibt, damit die Deckbox nicht so gestretched wird. Also wenn wieder Turniere sind, werdet ihr mich damit wahrscheinlich sehen. Das finde ich, das, wow. Das finde ich cool. Es sind einfach hammer-innovative Produkte, die aktuell von Dragon Shield kommen. Und so ist auch das nächste Produkt. Das kenne ich schon. Ich weiß schon, was uns erwartet. Ein bisschen größer. Und das ist so hell. Das glitzert nicht. Das ist so hell. Das ist eine Nomad. Travel and Outdoor Playmat.
Auch hier, look inside. Also wenn ihr einen Store habt, der die hat, die dürft ihr aufmachen. Die sind dafür da, um die aufzumachen, um die anzugucken. So, wir holen diese No Playmat mal raus. Und diese Nomad besteht eben aus mehreren Abteilungen. Wir haben einmal, oh Gott, die ist größer als eine normale Matte. Und dann haben wir hier, okay, I see. Also, wir haben hier diese Laschen, die sind relativ locker. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man da auch, man kann auch mehrere Karten dahinter packen, aber dann wird es schon ein bisschen gestretched. Was ich daran aber cool finde, ist, dass Dragon Shield einfach dran gedacht hat und einfach diesen Bogen dabei gegeben hat, auf dem einfach mal hier unten mit so einem leichten Klebeding, also diese plus 3 steht. Zusätzlich dazu haben die hier oben, wenn ich es jetzt nicht abgerissen hätte, so einen leichten Klebestreifen. Das haben die hier alle, was echt cool ist, weil dann könnt ihr die nämlich hier auf die Hülle draufsetzen. Und kannst sagen, hey, davon spiele ich bitte 4. Dann überlege ich mir, spiele ich noch dieses Land. Und davon denke ich, nehme ich 1 raus. Hammer. Zum Sortieren, einfach zum unterwegs mal Karten, sich Gedanken über ein Deck zu machen, finde ich sehr cool. Finde ich wirklich cool. Vor allem, dann könnt ihr die immer noch zuklappen und damit weggehen. Und wenn ihr dann daheim seid, macht ihr die wieder auf. Und dann wisst ihr, worüber ihr nachgedacht habt. Ich habe jetzt noch nicht ganz einen Platz gefunden, wo ich die aufbewahren würde. Leider. Also ich habe jetzt hier nirgendwo so einen Ordner oder so einen Hefter dafür. Ich müsste die praktisch die ganze Zeit hier so drauf kleben lassen. Das finde ich persönlich noch nicht so schön. Da hätte man noch irgendwie so eine Area haben können, wo man die hintut. Weil hier wird geknickt und hier wird geknickt. Da funktioniert das nicht. Ja, das ist noch so ein bisschen lackluster, finde ich. So, wenn das natürlich zu groß ist und man im Zug nicht so viel Platz hat, geht die natürlich auch so rum, zusammenklappbar, damit man da ein bisschen drauf arbeiten kann. Hier hat man so eine Area, wo man tatsächlich so ein bisschen auch seinen Friedhof ausbreiten kann oder beim Deckbau sich so das Land aufbauen kann, was schon ganz cool ist. Was aber auch geht, ist, wenn ihr das hier umdreht, könnt ihr da euer Deck drunter klemmen. So, beziehungsweise wahrscheinlich eher so, einmal drunter geklemmt, Deck kann ich von ziehen, passiert nichts. Ist ganz cool, weil nicht nur kann man hier sein Deck drauf organisieren und machen, sondern es ist eben auch eine Spielmatte. Das bedeutet, man kann eben hier mit Kreaturen, Artefakten, Verzauberungen, Länder und Ressourcen und dann Friedhof und Deck arbeiten. Beziehungsweise kann man hier oben halt dann auch einfach seinen Friedhof reinschieben und den Friedhof von oben nach unten sichtbar machen, wenn man das Deck nicht hier oben haben möchte oder so. Sehr, sehr cool und einfach zu bedienen. Dafür kann man dann zum Beispiel auch, da habe ich mir dann überlegt, die Teile benutzen, um zum Beispiel einer Kreatur +3/+3 zu geben. Wenn wir jetzt, sagen wir geben der Kreatur +1/-3. Kann man das jetzt drüber stacken, ist ganz cool. Und wie gesagt, kann man auch einfach wieder wegmachen. Nur leider, wie gesagt, kein Ort, wo man es hintun könnte. Gerade wenn es windet, dann ist das hier mit dem Band natürlich der Hammer, weil das Deck rutscht zwar leicht, aber es windet nicht weg. Und wenn ihr dann noch einen Friedhof hier drunter habt, den ihr immer noch sehen könnt und die Karten immer noch lesen könnt, also damit draußen zu spielen, wenn es gerade am Winden ist, super, super cool. Ich glaube, gerade im Frühling, wenn man hoffentlich wieder ein paar Leute mehr treffen kann und vielleicht draußen was machen kann, zumindest, und vielleicht nicht drinnen, aber zumindest draußen, ist das auf jeden Fall ein Produkt, was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Also ich möchte es jetzt nicht in den Winter nehmen, in den Schnee oder so, keine Lust, aber so zum Mitnehmen, wenn es gerade am Winden ist oder so, Hammer. Also für draußen zu spielen, echt cool. Und natürlich, wenn ich mal wieder irgendwo nach Berlin fahre, um Leute zu besuchen oder nach, keine Ahnung, Bayern fahre, um Leute, lassen wir das, kann ich halt hier die wirklich mitnehmen, um so ein bisschen mit meinem Deck zu arbeiten, um mir so Gedanken drüber zu machen. Vielleicht nicht mit meinem Legacy-Deck, sondern eher mit anderen Decks. Aber das ist tatsächlich ganz cool. Der Platz ist natürlich limitiert. Also es ist wirklich so, wenn ihr oben mit haufenweise Kreaturen spielt, dann müsst ihr vielleicht auch hier die Basis mit dabei nehmen. Auf der anderen Seite macht das jetzt nicht so das aus. Ihr könnt die Karten ja auch tappen da drin. So ist es nicht. Aber ihr seht schon, wenn ich jetzt hier noch eine normale Karte daneben habe, das ist schon eng, wenn ich die Karte auch noch tappen möchte. Dann muss ich mir schon was überlegen, wie ich die tappe. Und dann hält das auch schon hier oben weg. Also es ist nicht perfekt, aber es ist von der Idee her der Wahnsinn. Ich finde das richtig cool. Auch dieses, ich nehme einfach meine Matte mit und kann im Zug an meinem Deck arbeiten, safe, ohne irgendwie
jemandem was zu zeigen. Ich kann das ja auch hochgreifen, wenn mir es peinlich ist, dass ich an Magic-Karten arbeite. Oder eben, wie gesagt, draußen was machen oder sonst. Also, Hammer! Das, was ich mich jetzt noch frage, ist natürlich, wenn ich hier das elastische Band draußen habe, kriege ich das hier rum. Ja. Und damit steht das auch in place. Und ist secure. Wow. Die ist relativ auch stabil. Ich kann die auch nicht so knicken. Das heißt, eure Karten sind da drin auch sehr, sehr sicher. Ich würde da wahrscheinlich sogar meine Duels reinschmeißen. Und ja, das... Hammer Idee! Wie kommt man auf sowas? Eine Outdoor-Travel-Playmat zu machen, in der man auch sein Deck sortieren kann und so weiter. So, ich habe das jetzt nochmal pausiert und habe mir das jetzt alles nochmal genauer angeguckt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert von Dragon Shield, ich bin begeistert von dieser Marke, ich bin begeistert davon, wie krass gut diese Marke sich entwickelt und wie weit sie gekommen sind. Die Brushed Sleeves jetzt mit den verschiedenen Rändern, ich habe jetzt auch gesehen, bei den anderen Sleeves, die ich verschickt habe, waren auch blaue Ränder und graue Ränder. Also wir können da von den Rändern viel noch erwarten. Die Harry Potter Sleeves sind unglaublich klar. Also man sieht wirklich unglaublich gut diesen Druck und sie sind wirklich sehr, sehr nah. Also die Sleeves entwickeln sich richtig weiter und richtig gut. Wenn sie jetzt noch den Geruch aus der Matten rauskriegen, umso besser. Die Deckboxen, also selbst aus so einem einfachen, billigen Deckdesign, sowas Cooles zu machen wie, ich kann das Deck hochstellen. Hammer Idee. Diese Innovation, die dahinter steht, auch hinter dieser hier, die einfach so stabil da drin ist und einfach so sicher ist, dass da nichts rausfallen kann, weil die Karten hier liegen und hier gehalten werden. Ey, Wahnsinn! Dazu dann die Cube Shells, die ich unglaublich hart feiere und von denen ich gerne welche hätte und mir demnächst auch welche holen werde. Dazu das mit dem Live-Pad, auch hier dieses Look Inside, dass sie jetzt angefangen haben, diesen Trend zu machen. Hey, ihr könnt unsere Produkte anfassen, ihr könnt sie angucken, ihr könnt reingucken, ihr könnt alles genau sehen, was ihr kauft. Wow. Geile, geile, geile Idee, auch hier mit der Deckbox, dass das wirklich in die Deckbox reinpasst. Und natürlich die Nomad, die auch noch wirklich ultra ist mit den verschiedenen Sachen. Dragon Shields auf einem richtigen Weg. Die Innovationen, die sie an den Tag legen, wow, da können sich einige Firmen was von abschneiden. Danke nochmal, dass ich dir das alles angucken durfte. Danke an Dragon Shield. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt davon jetzt einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt auch einfach mal noch was gesehen, was ihr vielleicht haben wollt. Guckt euch um, fragt in eurem Local Game Store nach. Für die meisten Sachen sollten dafür auf jeden Fall Produkte mal da sein. In meinem Local Game Store haben wir einige von diesen Produkten auch dort und können uns die auch angucken und antatschen und so weiter. Voll nice. Müssen natürlich jedes Mal desinfiziert werden. Aber so zum Angucken und so weiter, Hammer, 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 Hammer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.